Im 19. Jahrhundert gibt es in dem Harzer Städtchen St. Andreasberg einen weltweit bekannten Exportschlager. Es sind ja oft Schiffssendungen nach Amerika gegangen mit über 120.000 Kanarienvögeln auf einmal. Diese Kanarienvögel waren aber nicht irgendwelche, sondern die berühmten Harzer Roller. Denn nur sie beherrschen den rollenden Gesang. Der Harzer Roller ist der Opernsänger unter den Kanarienvögeln. Und so sang sich der Harzer Piepmatz in die Herzen der Menschen und machte die Bergstadt zum Weltzentrum der Kanarienzucht. Ich habe ja früher kein Radio, kein Fernsehen, das war die Unterhaltung für die Leute. Man behauptet auch, dass der Harzer Roller Gesang den Menschen so gut tut, ihn so beruhigt, dass er sich wohlfühlt. Man kann sich eine Stunde vor einem Harzer Roller setzen, die Augen schließen und man hat ein Wohlgefühl. Der normale Kanarienvogel klingt für das menschliche Ohr hingegen oft zu hoch und auf Dauer unangenehm. Die einzigartige Gesangskunst des Harzer Rollers ist dem St. Andreasberger Kanarienzüchter Wilhelm Trute zu verdanken. Wilhelm Trute, der hat den Gesang des Kanarienvogels zu dem veredelt, was er heute ist, nämlich dem Harzer Roller. Und das Besondere beim Harzer Roller ist, er singt mit geschlossenem Schnabel, öffnet den Schnabel nicht, und geschwollener Kehle. Und die Frequenz des Gesanges ist sehr tief. Und das ist auch das Beruhigende für den Menschen. Volker Jung ist heute der letzte Züchter in St. Andreasberg. Doch es gab Zeiten mit bis zu 350 Züchtern im Ort. Und auch die anderen Bürger profitierten von ihrem berühmten Vögelchen. Das war eine Riesenbedeutung für die Andreasberger. Sie müssen sich vorstellen, die armen Leute in Andreasberg, die hatten nichts. Ganze Familien haben vom Bau dieser kleinen Transportbauer gelebt. Die anderen haben von der Zucht der Harzer Roller gelebt. Und die Dritten, die haben die nach Amerika transportiert. Und zwar zu Fuß. Von St. Andreasberg bis zum Hafen nach Bremen. Und dann sind die mit nach Amerika gefahren. Es war eigentlich nur der ganze Ort ein Harzer Rollerort. Diese einzigartige Geschichte erzählt heute das Harzer Rollermuseum in St. Andreasberg. Sie beginnt vor knapp 300 Jahren. Damals brachten zugewanderte Tiroler Bergleute die kleinen gelben Piepmätze mit. Später waren sie in den meisten Haushalten zu finden, bei den Züchtern auch in Massen. Das ist eine sogenannte Kanarienvogelküche. Die Vögel wurden in den Küchen gezüchtet, weil es recht warm ist gewesen im Sommer. Der Ofen ging ja früher nie aus. In unserer Küche waren bis zu 200-300 Vögel drin. Die Bergleute nahmen die Vögel auch mit unter Tage. Dort halfen die empfindlichen Tiere dabei, rechtzeitig Sauerstoffknappheit zu bemerken. Ja, das war die Alarmanlage der Bergleute. Man sagt, er fällt von der Stange. Na, aber so weit hat man meist nicht kommen lassen, wenn wir gemerkt haben, der Vogel wird unruhig. Es war ein Zeichen, dass keine Luft da ist. Jetzt sind die Bergleute rausgegangen. Doch vor allem half der Harzer Rollerboom, die Familien der armen Bergleute zu ernähren. Und das nicht nur mit der Zucht. Die sogenannten Harzbauer bestehen aus 66 Einzelteilen und wurden in vielen Familien in Heimarbeit produziert. Das war immer ein guter Nebenverdienst für die Bergleute. Ja, oft hatten die Familie 6, 8 Kinder. Und heute sitzt man vor dem Fernseher. Damals hat man vor dem Küchentisch gesessen. Und hat jeder seine Arbeit gemacht. Der eine hat die Stäbe geschnitten, die mussten früher noch gehobelt werden. Das war natürlich Arbeit der Männer und die Kinder haben die Käfige zusammengesetzt. Die fertigen Käfige verkauften die Familien regelmäßig an Händler. Reich sind sie dabei allerdings nicht geworden. Es war zwar ein Nebenverdienst, aber so ein Käfig hat früher im Handel nur 10 bis 15 Pfennig gekostet. Die haben manchmal nur für 70 Stück eine Mark bekommen. Und manche Frauen, die älteren Frauen, die das gemacht haben, die haben manchmal 2, 3 Tage zugebraucht, um 70 Käfige zu bauen.
In einem speziellen Tragegestell, dem sogenannten REF, schleppten Träger gleichzeitig mehr als 200 kleine Käfige mit je einem Vogel bis nach Bremen oder Hamburg, von wo aus sie in die ganze Welt verschifft wurden. Man kann es ja sehen, 1882, 83, Südafrika 3.000, Australien 5.600, Südamerika 10.000, Deutschland 12.000, Europa 30.000, nach New York 120.000. Gerade die deutschen Auswanderer in Amerika, die haben sich alle einen Vogel gekauft. Der echte Harzer Roller galt sogar als Statussymbol, welches gerne präsentiert wurde. Ja, das ist eine französische Zimmervoliere. Ein Käfig natürlich für reiche Leute. Denn wenn man früher mal sonntags angeben wollte, hat man den Käfig vor die Tür gestellt und die Vögel reingesetzt. Heute stellt man einen gelben Porsche vor der Tür, gibt damit an. Früher war das anders. Auch selbst der Zar von Russland hat Leute hergeschickt, die hier Vögel gekauft haben, von Wilhelm Trute. Der hat bis zu 100 Goldmark dafür verlangt. Damit der Vogel diesen wertvollen Gesang erlernt, haben die Züchter damals ganz eigene Methoden entwickelt. Denn das pfiffige Vögelchen lernt zwar schnell, allerdings oft auch das, was es gar nicht lernen soll. Da drin studiert der Vogel den Gesang. Da kommen die jungen Vögel rein. Ein älterer Vogel, der gut singen kann, hat man da vorgestellt. Und der Vogel hat im Dunkeln den Gesang studiert, weil er nicht mehr abgelenkt werden durfte. Es hat Fälle gegeben, da hat ein Kanalvogelzüchter in Nähe von einem Stanzwerk gewohnt. Und er hat sich immer gewundert, dass sein Vogel immer klack, klack, klack machte. Der hat das angenommen von der Stanze, die in der Nachbarschaft war. Heute ist das so, dass ja, hat man CDs, spielt man ab. Und da lernt der Vogel auch den Gesang. Auch heute gibt es noch Wettkämpfe um den besten Sänger unter ihnen. Und immer noch lernt der Grünschnabel vom erfahrenen Harzer Roller. Die schlechten Sänger sortieren wir dann aus, damit die guten Sänger das nicht annehmen. Und wir geben auch einen Altvogel mit in den Raum, der schon mal beim letzten Jahr gewonnen hat, damit der seinen Gesang auch weitergibt. Der einstige Weltruhm gehört zwar der Vergangenheit an, doch es gibt noch immer jede Menge singende Erinnerungen an den prominentesten Vogel des Harzes. Es gibt viele Leute, die den Harzer Roller lieben und die ihn auch zu Hause halten und die sich an seinem schönen Gesang erfreuen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt's noch mehr Nachrichten aus eurer Region montags bis freitags um 18 Uhr in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und wenn ihr wissen wollt, was in Niedersachsen und Bremen so alles los ist, dann schaltet auf jeden Fall ein oder schaut euch hier auf unserem YouTube-Kanal um und lasst vor allem auch ein Abo da.